Willkommen bei CCR Automotive. Heute ganz neue Location und zwar aus Büchenbach in Mittelfranken in der Nähe von Nürnberg, nicht ganz so weit weg von unserem alten Standort. Ihr seht hier schon die ersten Umrisse unserer neuen Firmenhalle. Und was zeigen wir euch heute? Erstens den 1er BMW hier als F20. Korrekt. Und das Ganze mit dem Steffen, der mir da ein bisschen zur Seite steht und zusammen mit mir die Spoiler hier montiert. Was haben wir alles? Scheinwerferblenden, Kappspoilerlippe und von unseren neuen Heckflügeln den Heckflügel zum Aufkleben aus ABS Kunststoff. Der Steffen, Lackiermeister und ein absoluter Auto- und Tuning-Fan, würde ich mal sagen. Richtig. Auch sehr bekannt in der Szene, möchten wir vorstellen. In den nächsten Videos mit Sicherheit mehr von ihm zu sehen. Und ja, dann machen wir mal los und alles nach dem Intro. Genau. So, Steffen, für den Einsatz mit deiner Freundin haben wir was vorbereitet, und zwar den Heckflügel. Hier in dem Fall schwarz-glossy. Perfekt. Du hast ja gemeint, dass wir gerade das Schwarz noch ein bisschen pimpen sollten. Genau. Besonders viele Farbpigmente ins Material machen lassen, sodass man richtig tiefes Schwarz hat. Genau, so wie es quasi bei der Originalhersteller auch ist, wenn irgendwelche Anbauteile in Hochglanzschwarz bestellt werden, gerade bei BMW gern die Shadowline. Ja, da war halt oft der Unterschied zu sehen, dass ein leichter Graustich drin war und nicht ein richtiges Tiefschwarz zu sehen war. Und das ist jetzt echt sehr gut gelungen von der Materialzusammenstellung und wirkt auch wirklich sehr identisch. Gut, in dem Fall auch wieder das Ganze mit ABE, Easy Installing, sprich Reihe und Klebeband. Wie das jetzt funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Die Passgenauigkeit überprüfen sollte man prinzipiell bei jedem Anbauteil machen, weil es kann natürlich irgendwelche Abweichungen geben, auch in Form, wenn das Fahrzeug vielleicht mal einen Unfall hatte oder so, dann können Spaltmaße hier abweichen. Deswegen immer zuerst die Passgenauigkeit kontrollieren. Ja, du musst noch ein bisschen in die Rille, glaube ich. Genau. Jetzt. Also bei mir würde ich sagen, perfekt. Durch den Radius, den wir hier nach unten gezogen haben und den Abstand zum M3M-Klebeband, also dem Offset, den wir dazu gefügt haben, schließt es halt vollbündig ab, ne? Jawohl. Direkt, wenn das Teil in der Endposition sitzt, dass wir Klebeband nehmen, um diese Position zu markieren, damit wir später einfach ein leichteres Applizierer haben. Damn. So, du als Lackierer kennst dich ja aus, gerade mit so Oberflächenbeschaffenheit. Richtig sauber machen ist das A und O wahrscheinlich, ne? Also korrekt, ne? Macht dir das Ding um die Ohren. Wir brauchen einen richtig fettfreien Untergrund und auch das sämtliche Silikone und Wasser, Salzreste, Kalkreste vom Wasche, die entstehen können, dass die wirklich komplett weg sind, um halt für das Klebeband die perfekte Haftung herzustellen. So, ich habe ihn angesetzt. Wie sieht es bei dir aus? Ich ziehe jetzt ein bisschen ran. Genau, du kannst schon leichte Spannung. Leichte Spannung? Genau. Wenn ihr dann den Spoiler angeklebt habt, nochmal richtig schön andrücken das Ganze. Und dann haben wir auch eine super Verbindung. So, können wir ja eigentlich jetzt schon die Folie runterziehen, oder? Genau. Einfacher Weg, was aus einem Auto zu machen, besonders die schwarzen Akzente. Das passt zu den modernen Autos super, weil wird ja mittlerweile super viel Bicolor alleine vom Hersteller aus schon ausgeliefert. Richtig. Wie du schon gesagt hast, Shadowline und so weiter. Eins muss man aber dazu auch sagen, das ist ein ABS-Kunststoff, ja, ein Tiefziehkunststoff. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Oberfläche, die ist top. So kannst du wahrscheinlich nicht lackieren. Ja? Ja, ja, zumindest nicht auf dem ersten Farbanstrich, sage ich jetzt einmal. Genau, also das sind keine Körnchen, kein Staub, kein Nix drinnen. Das ist maschinell hergestellt, das ist ja super. Aber wir haben natürlich eine Seite, da ist der Kunststoff bearbeitet, also tief gezogen. Ne? Und das ist die untere. So, jetzt haben wir Leute, die sagen, warum glänzt das da unten? Ne? Ich meine,
das geht halt einfach technisch nicht. Also da kann man machen, was man will. Was wir in dem Fall schon machen, ist, wir machen hier nochmal so eine kleine Überstandskante, wie du siehst. Mhm. Dass wenn ich drauf schaue, dass ich nicht auf diese beschnittene Seite gucke, weil die wäre nicht so schön. Genau. Und auch nicht auf die matte Seite. Das so fällt sie halt auch ab. Direkt nicht auf. Ne? Selbst genau. Wenn ein Fahrzeug hier drauf fährt, denke ich, ist es durch diesen Winkel erstmal versteckt. Genau. In dem Fall lackiere und so lackieren, oder? Ganz klar, gar kein Problem. Das wäre dann die Fleißarbeit. Wer hier natürlich auch noch ein glossy Schwarz auf der Unterseite sehen will, gar kein Problem. Kunststoffhaftvermittler drauf und dann kann man dementsprechend hier auch nochmal eine Schicht Klarlack, wenn es reicht. Oder wer natürlich es richtig perfekt haben will, nimmt nochmal einen schwarzen Basislack und setzt darauf nochmal den Klarlack. Und dann hat man natürlich glossy am ganzen Teil. So viel zu den Perfektionisten und dann noch in puncto Sicherheit, TÜV bzw. Polizeikontrollen. Hier ist der Aufkleber für die ABE. Da steht mit unter anderem die Genehmigungsnummer des Kraftfahrtbundesamtes drauf. Bitte, wenn von unten lackiert wird, dran lassen, abkleben. Einfach abkleben, genau. Die Nummer muss da drauf sein. Wir können auch keine Etiketten nachschicken. Wir müssten dann das Teil wieder bei uns haben, um es entsprechend zu bekleben. Also von dem her bitte darauf achten, ganz, ganz wichtig. So, Steffen, ich dachte, du hast Shadowline, hast du gesagt. So, was ist das denn hier? Das ist Chromeline. Chromeline. Die Hersteller tun ja gerne den Scheinwerfer mit Chromapplikationen arbeiten, damit er einfach etwas futuristischer vielleicht aussieht, moderner. Ja. Aber ja, gerade mir im Tuning-Bereich wollen es eigentlich auf unserem Style halten. Und deswegen haben wir ja hier die Scheinwerferblenden, um den Scheinwerfer zu covern. Einmal hier die Augenbraue, wie sie gern bei BMW genannt wird, abzudecken und somit den Scheinwerfer etwas schmäler zu gestalten, damit er auch einfach etwas aggressiver, sportlicher wirkt. Alles im legalen Bereich. Also ich kriege da ein TÜV-Gutachten mit dazu. Man muss auch sagen, hier in dem oberen Bereich, der da eingearbeitet ist, ist ja null Funktion. Genau, und ich habe hier die Lichtaustrittskante, die im unteren Bereich ja vorhanden ist. Da hier oben, das ist rein nur optisch gestaltet an diesem Scheinwerfer, daher können wir dann auch abdecken. Genau, und da schaut er noch ein bisschen böser aus. Wir haben das Ganze dann auch in den neuerdings in den üblichen Kunststoffvarianten. Also wir hätten einmal lackierfreundlich für Leute, die da ihre Fahrzeugfarbe da aufbringen möchten. Oder schwarz glänzen, wo wir dann bei deinem Shadowline wären. Ja? Genau, richtig. Oder zum Beispiel beim unischwarzen Fahrzeug wird sehr gut passen. Dann hätte man hier auch nicht einen zu starken Farbtonunterschied. Genau, richtig. Man hätte sich so die Lackierkosten gespart. Aber natürlich der Vorteil ist, dadurch, dass sie lackierfähig sind, können wir sie individuell in Waagefarbe lackieren und dann sieht es als ein Bauteil aus. Und die Schwarzglänzenden, ich meine, was spart man sich da an Lackierung, wenn du gleich die Schwarzglänzenden nimmst? Ich würde sagen, so ca. 100 Euro ja. In einer freien Lackiererei. Ja. Das ja. Ist schon Geld. Und bei BMW 200. Wenn es reicht. Ja. Okay, gut, dann packen wir die Dinger mal raus. Also ganz wichtig ist natürlich für die Probemontage. Und man kann auch so eine Scheinwerferblende falsch umbauen, sage ich jetzt mal. Ne? Entweder indem man sie zu weit unten hat, wenn ich sie jetzt zum Beispiel so hinhalte, dann habe ich hier oben nämlich einen bösen Spalt. Und das ist ja gerade das, was wir eigentlich nicht wollten. Richtig, genau. Und wir konstruieren die Sachen so, dass wir echt in die Sicken reingehen, also in den Kotflügel, in die Motorhaube. Das ist natürlich nicht so einfach, ne? Da muss man ein bisschen so da reinschieben und reindrücken. Vielleicht wäre es auch das Beste, wir machen die Haube dazu auf. Ne? Die können wir dann für die Montage auf jeden Fall öffnen. Das macht um einiges leichter. Aber wie du sagst, dadurch, dass ihr direkt in die Falz reingeht oder in das Spaltmaß, können wir das zum einen dadurch etwas schließen und zum anderen hat man dann wirklich 100% die Kontur vom Scheinwerfer aufgenommen und hat so auch die perfekte Passgenauigkeit. Genau. Super, dann machen wir mal Auge auf. Also bei mir schaut es gut aus, Steffen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also das schließt auch hier schön bündig an der Dichtkleber ab. Daher, das passt von meiner Seite. Dann können wir jetzt den Scheinwerfer vorbereiten, um dementsprechend einen sauberen Untergrund zu haben. Ja, schaut ganz gut aus. Wichtig ist auch, dass hier unten die Kante gut abschließt. Ne? Also hier muss der Kleber richtig schön dran kleben und die
die Scheibenverbände schön anliegen. Hintergrund ist der, du fährst 200, die Luft kommt, stößt nach oben ab und krabbelt unter die nicht richtig verklebte Scheibenverbände. Das kommt bei unseren Kunden, vielleicht bei 1000 Kunden einmal vor. Aber was hat es dann für ein Ergebnis? Die Scheibenverblende fliegt ja weg. Wir haben es jetzt gerade gehabt, also wer will, kann natürlich auch die ganz normale lackierbare Variante bestellen. Ja, und da haben wir gesagt, da hätten wir es dann weiß lackiert und hätten dann die Folie dort auslaufen lassen. Genau, kann man dementsprechend die Folie weiterführen und dann hätten wir hier auch die stimmige Optik. Der Stoßstange hat schon ein bisschen gelitten. Genau. Ja. Die ist aufgrund der Tiefe natürlich hier und da etwas angeeckt. Was kostet so eine Impact-Stoßstange? Ca. 600 Euro unlackiert, ohne Montagearbeit und. So, dann ist doch das ratsam, hier so eine Lippe drunter zu basteln. Erstens kann man die Schäden verdecken, die man sich schon mal eingefangen hat. Und zweitens, man schützt ja im Endeffekt auch die Stoßstange, oder? Ja, richtig. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist einfach die Optik, oder? Dadurch, dass wir ja hier ein Mietsystem haben, was auch recht neu ist bei uns. Ganz neu im Übrigen, genau. Wir haben so viele Kunden in der Warteschleife gehabt, die gesagt haben, oh, und dann die Fußstuhl, ich komme nicht ran, die Schraube und meine Finger sind zu groß und weiß was ich alles. Ja, vor allem, man muss teilweise der Unabodeschutz demontieren, ne? Und das ist natürlich recht komfortable Angelegenheit. Jetzt mit der Spreiznähte ist das Ding ratzfatz befestigt. Und auch wenn man es mal wieder demontieren möchte, mit einem ganz normalen Bohrer ist die Niete gleich aufgebohrt, ohne die Stoßstange oder auch die Kappspoilerlippe zu beschädigen. Und dann kann man sie demontieren. Genau, und der Nachtrag in der AWE, der ist auch schon beantragt. Das Kraftfahrtbundesamt hat diesbezüglich auch schon grünes Licht gegeben. Also auch alles ganz legal. Die beiliegende Anbauanleitung bitte beachten. Hier sind so ein paar Tricks nochmal erklärt. Auf Vorder- und Rückseite. Die AWE haben wir dabei. In dem Fall haben wir jetzt hier die Nieten dabei, die kann man bei uns im Online-Shop extra bestellen. Ausgeliefert, standardmäßig wird aktuell noch mit Schrauben, Mutter, Beilagscheibe. Liegt daran, dass wir jetzt erst an der Umstellung sind. Wann das dann serienmäßig ausgeliefert wird mit den Nieten, das kann ich noch nicht genau sagen. Man kann auch herkömmliche Nieten nehmen. Was haben wir hier? Alunieten? Wir haben hier Alunieten. Mit der Besonderheit, dass die Nieten hier in der Längskante jeweils eingefräst sind, damit die sich etwas aufspreizen. Somit haben wir eine höhere Auflagefläche, die später dann die Haltung generiert. Und aus Alu, damit sie halt erstens mal leicht ist, sie ist korrosionsbeständig dementsprechend und sie lässt sich natürlich leicht auch wieder demontieren, wenn man sie aufbrauchen müsse. So. Okay, und dann, Steffen, wir fangen mal an. So, wir haben 14 Nieten, die wir hier verbauen. Dementsprechend hier im Mittelteil werden wir 4 Nieten positionieren und jeweils an der Außenkante 5 Nieten pro Seite. Wir nehmen jetzt die Unterlegscheibe und setzen die dementsprechend direkt hier an, weil hier haben wir genau das Maß, wie es später dann an der Stoßstange montiert ist, um den geringstmöglichsten Spalt zu generieren. Weil wie man auch hier in der Montageanleitung stehen habe, wir dürfen maximal 3 cm von der Spitze weg sein, damit einfach die Luft später nicht unterwandern kann und natürlich das Bauteil ins Flattern kommt oder vielleicht sogar eine Bruchgefahr entsteht durch die falsche Montage. Jetzt bohren wir die Löcher am Stoßfänger. Dazu ist natürlich vorteilhaft, zu zweit zu sein. Und wir setzen jetzt die Kappspoilerlippe am Stoßfänger an, die sie später sitzen wird. Mitteln sie nochmal aus. Jo, das passt. Und ich werde jetzt meine Seite mit einem Stück Klebeband, und jetzt hier Panzertape, weil das eine sehr gute Haftung hat, fixiere. Weil sonst müsste der Dominik hier am Spagat stehen. So. Warum von innen nach außen?
hat den Vorteil, wenn mir jetzt irgendwelche Spannung generieren würde und mir würde von außen anfangen, dann können wir da eine Welle reinkriegen und somit nehmen wir die Spannung raus und übertrage die nach außen. So, unfertig. Scheinwerferblende, Kappspoilerlippe, Heckflügel, alles wie ihr gesehen habt, ratzfatz am Auto. Ich denke mal, eine gute Optik. Stefan, was kannst du noch zu sagen? Auf jeden Fall, bin vollkommen zufrieden mit der Optik. Ich finde es cool. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps und Tricks mitnehmen können durch die Montagevideos. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr unserem Kanal weiterhin folgt und natürlich auch einen Daumen hinterlässt. Allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Ciao.